Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Folge Let's Play Die Stimme, der heutige Tag und der morgende Tag wird so ein bisschen was Besonderes werden, da jetzt der zweite Teil zur Silvester ist und über die Angriffssperre ich halt nicht farmen kann und mir dadurch ziemlich viele Resis fehlen und ist an sich für morgen sonst gar nicht zu erzählen gibt. Deshalb kommt morgen so ein Spezialvideo, warum ich meinen Stamm verlassen will. Deswegen ist heute mal die beiden Tage 30. und 31. zusammengelegt worden. Ich zeige euch nochmal von gestern. Ich nehme es jetzt am 31. auf. Wir haben gestern minimal unseren Farmrekord geschlagen. Also ihr seht schon 900 Farm. Das hat mich so persönlich ein bisschen überrascht, da meine Farm, die ich eigentlich so vorher da gesehen hatte, wieder aktiv geworden ist, weil mir so ein bisschen Resis gefehlt haben, theoretisch. Das war dementsprechend dann aber doch nicht so und das hat mich so noch ziemlich gefreut. Dass sie unseren Rekord noch mal ein bisschen steigern konnten. Des Weiteren haben wir, glaube ich, noch mal auch ein paar mehr Angriffe gemacht. Aber das war für mich persönlich schon mal so ein kleiner Erfolg. Ich habe ein paar LK verbaut, nicht so viele, aber ich habe jetzt ungefähr 720 gerade. Und die letzten kommen hier gerade zurück noch. Des Weiteren haben wir jetzt 1115 Äxte. Das ist schon mal ein Anfang und so weiter, aber ich kann halt zurzeit in beiden nichts produzieren. Das finde ich auch ein bisschen schade, aber ich kann daran nichts ändern, da meine Minen einfach viel zu weit hinten anstehen. Und ich werde sie auch bevor wir adeln auch nicht weiter hochziehen. Es ist mir im Nachhinein extrem aufgefallen, dass die jetzt extrem zur Strecke geblieben sind. Ich weiß gar nicht, ich muss mal in den Videos nachgucken, wann ich das letzte Mal wirklich die Minen kräftig ausgebaut habe. Denn ich habe jetzt mich vor, auf meinen Adelshof zu gehen. Da seht schon, Schmiede geht auf 18. Ich habe gestern schon mal auf 15, 16, 17 gezogen. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass wir mittlerweile schon fast gar keine Resis haben, um permanent die Schleife hier am Laufen zu halten. Ich kann heute um 0:58 nochmal einstellen. Die geht bis 2 Uhr durch. Das passt nochmal ganz gut, aber dann ab morgen früh wird es noch ein bisschen knapp, bis ich das nächste einstellen kann. Deshalb fiebere ich dann auch schon mal dem Ende der Angriffssperre morgen 17, 18 Uhr entgegen, damit ich wieder fleißig farmen kann, weil mir fehlen halt heute 60.000 Resis. Und das ist schon mal ein ziemlich großer Anteil, der mir dadurch fehlt. Deshalb habe ich auch ganz wenig für Truppen ausgegeben, da ich das Ganze wirklich für die Gebäude brauche. Um die Schmiede langsam auf 20 zu ziehen. Des Weiteren muss ich auch noch 5 Stufen den Speicher hochziehen und dann anfangen, Resis zu sparen. Das wird ein relativ magerer Adelsstart, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Das nächste Mal werde ich auf jeden Fall am gleichen Tag starten, wo die Welt startet. Ansonsten hat man hier wirklich gar keine Chance mehr, um irgendwie hier weiterzukommen. Aber mir geht es ja genauso wie den ganzen restlichen Leuten, dass sie auch nicht farmen können, die haben aber natürlich deutlich bessere Minen und damit müssen wir jetzt leben. Ja, was kann ich noch sagen? Ich baue hier schön weiter fleißig aus, die Schmiede. Das wird morgen die nächsten Tage alles so weitergehen, auf 20 ziehen, dann baue ich 5-mal den Speicher aus und dann den Adelshof. Weil jetzt mittlerweile habe ich immer so mein Ziel, auf jeden Fall mal das Doppelte an Truppen, was wir in Punkten haben. Man sollte, also gefühlt habe ich jetzt schon mal eher die Einstellung, dass das 3- bis 4-fache haben müsste. Weil das ist einfach viel zu wenig. Ja, hier meine 54.000 habe ich heute noch geschafft bis 12 Uhr. Wir haben jetzt insgesamt fast 500.000 gefarmt. Das ist, naja, nicht besonders gut, aber immerhin ein bisschen was. Hier die Awards, die werden sich später ein bisschen erst hinzufügen. Handeln versuche ich jetzt gerade ein bisschen, dass ich meine Resis mal genau zu denen da habe, was ich brauche. Weil ihr seht schon, ich habe hier nur 9.000 Eisen und ich brauche hier am meisten Eisen. Deshalb habe ich auch schon wieder rumgehandelt, damit ich das Ganze beschleunigen kann. Des Weiteren seht ihr schon mal hier, ich bin jetzt über 2000 Punkte jetzt und bin jetzt auch 600 Plätze aufgestiegen, einfach nur, weil ich jetzt wirklich mal permanent das Hauptgebäude am Laufen habe. Im Stamm bin ich minimal aufgestiegen, also fast gar nicht, aber wenn ich dann die 500 Punkte irgendwann habe, nochmal drauf, schätze mal, ich werde bei so 2,7, 2,8 Punkten adeln. Das wird so wahrscheinlich so darauf hinauslaufen. Ein direktes Ziel habe ich mir jetzt noch nicht vorgenommen, wahrscheinlich aber eher so Stämme Patricksdorf. 1000 Punkte ist jetzt nicht überragend, aber ich kann mir auch gar nicht leisten, irgendjemand anderes hier zu cleanen. Das warte, muss ich auch gucken, dass ich selber nicht gecleant werde vom Hopsi. Denn ich habe schon mitbekommen, der ist richtig heiß drauf, mich zu adeln. Und ich wünsche dem viel Spaß beim Adeln. Des Weiteren solltet ihr wissen, schon mal als Ankündigung sollte er mich adeln. Es gibt kein Video mehr dazu, sondern danach quatsche ich einfach nur darüber, wie es weitergehen wird. Damit ihr dann auch schon mal Bescheid wisst. Was kann ich noch sagen?
Ja, also ich werde morgen im Video werde ich ein bisschen auf den Stamm eingehen. Ich werde mal Statistiken durchgehen, ein bisschen zeigen, was die Leute so gefarmt haben und was da so im Forum abging, damit ihr da auch mal informiert seid, damit ihr auch wisst, warum ich so ein bisschen hier gegen den Stamm bin und auch gegen die Verbündeten, weil das ist halt einfach ein Non-Existent-Stamm. Aber ich würde sagen, ich kann nochmal heute Morgen meinen Farm zeigen bei Stämme Patricks. Uhr der Angriff, sondern der davor. Ich mach's mir die Karte einfach. Zack. Nein, das war der auch nicht. Einmal zurück. Heute Morgen nochmal. Ach, da 1500. Ich klicke immer schon den falschen an. Hier nochmal heute nochmal. Heute Morgen 15.000 rausgeholt. Das ist auf jeden Fall schon mal was ziemlich Gutes. Und des Weiteren entwickelt sich hier einer, der mich angeschrieben hat, der meine 15, ich nehme, würde ihn einfach Tweener nennen. Entwickelt sich mittlerweile auch ganz gut, hat jetzt mittlerweile 1273 Punkte und mit dem stehe ich auch im guten Kontakt und bin mal gespannt, wie es bei denen sich so weiterentwickelt. Er hat jetzt auch seinen eigenen Stamm und die sind auch erstmal so ein bisschen auf Masse gekommen, damit sie nicht allzu klein wirken. Aber ihr seht schon, da sind noch ganz viele Leute dabei, die deutlich unter dem Punktminimum sind, was man eigentlich haben müsste. Aber wenn man halt mal später angefangen hat, es kann ja, muss ja nicht unbedingt gewollt sein. Dann ist das halt teilweise einfach so, man muss es akzeptieren, genauso wie wir hier leben müssen, dass wir mit 3 Tage später neben den Leuten starten. Aber damit kann ich nichts machen und ich hoffe mal, dass ich auf der nächsten Welt mit euch zusammen starten kann. Das war so mein Ziel dafür, Leute für Stämme noch weiter zu begeistern, um mit denen starten zu können. Des Weiteren bin ich noch mit den Leuten von Ski schon mal ganz am Abend immer schön am Quatschen und so weiter. Das sind nämlich ganz korrekte Leute. Und ich mache mir da bei denen keine Sorgen, dass es hier um den Weltensieg geht. Wir sind schon mal ganz organisiert und wir sehen schon auch, haben wir auch teilweise manchen Profilen gesehen, dass sie hier auch schon Welten zusammen gewonnen haben. Was Party-Pinguin? Ja, 117 Bros. Und davon gibt es einige, deswegen mache ich mir da erst ja keine Sorgen. 117, ja, der Punkte. Rang 1 auf der Welt ist schon mal, würde ich sagen, ausschlaggebend. Aber dafür müssen wir uns nicht einschüchtern lassen. Vielleicht kann ich ja mal den auf der nächsten Welt mit denen zusammen starten, wenn sie mich denn dazu lassen. Ich würde mal sagen, das war's für die heutige Folge und ich hoffe, wir sehen uns morgen bei dem Video über meinen Stamm. Macht's gut, haut rein!